Oh, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Extraschicht. Wir schauen uns heute die 11. Folge von Temptation Island 2023 an und jetzt geht's los. In der Frauenvilla erwarten die Verführer die Kandidatinnen. Noch wissen sie nicht, dass Sarah Temptation Island abgebrochen hat. Der ist ja auch am Husten. Ja, es ist auch einfach furchtbar warm draußen. Drin sind wahrscheinlich immer die Klimaanlagen an. Die erkälten sich alle. Oder es ist die Pandemie. Oh, das wäre interessant, ne? Zu wissen, ob die irgendwie teamintern sich angesteckt haben. Die Justina ist ja auch geschickt worden. Eben, aber die ist ja eigentlich in der anderen Villa. Oh. Aber vielleicht die RTL-Mitarbeiter. Das ist auch eine krasse Sache. Voll. Die Mitarbeiter haben die Leute angesteckt. Super Spreader. Ihr seid nur zu dritt? Ja. Er hat abgebrochen. Es gibt keine Sarah mehr bei Ärzte. Es gibt keine Sachen mehr. Freundin am gebrochenen Sack. Wart, alle, erzählt mal bitte. Also, er war von der Smoke-Man. Wir haben uns den Spawn noch angeguckt. Krass. Oben, er hat Schüttelfrost und alles, ihm geht's nicht gut. Er hat's gespürt. Mein Gott. Auch ein bisschen. Er hat's gespürt. Mino, der Übernatürliche. Der X-Man. Ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel. Ich weiß, was die meinen, aber ist ein bisschen viel, das mit so viel Überzeugung zu sagen. Nico und sie. Ich schwöre, als ob ich es gespürt habe. Ganz vorstellen, ich würde einfach krank. Als ob ich es gespürt habe. Ich habe so, dieser Mensch, Alter, was ist das für ein Mensch? Die haben mit dir zugeweint, bestimmt, gell? Ich bin traurig für Sarah. Wenn ich an Sarah denke, es tut mir leid. Ich weiß ganz genau, ich könnte jetzt auch schon anfangen zu heulen. Weil ich weiß, was sie fühlt. Ich spüre das. Die neue Temptation X-Men Staffel. Gott. Der Superheld, der Empath. Kriegt Schnupfen, wenn es dir schlecht geht. Weißt du, das tut mir leid für sie. Sehr sogar. Sie soll sich wirklich schämen. Sie hat alles für den getan. Alles. Nicht meine Familie, der Arme. Seine Familie hat ihn abgestoßen und ihre Familie hat ihn aufgenommen. Verstehst du? Aha. Side-Info. Lügert, betrügert. Sie soll sich wirklich schämen. Ich weiß, er soll sich richtig schämen. Grund und Boden. Die macht das schon, die Sarah. Die wird ihn richtig den Eliten lesen und es geschieht ihnen richtig echt. Ich schwör's, ich hoffe, dass ganz Deutschland sieht, was ein Dreck der ist. Das ist das Allerletzte. Das Allerletzte, was du machen kannst. Allerletzte. Sie war so überzeugt davon, dass er nichts macht und er macht sowas. Interessant. Ich meine, es ist nicht so, als wäre es super was Neues jetzt, aber ich hätte total gerne gesehen, wie sie ihm das Ganze erzählt. Wobei ich glaube, sie erzählt das auch noch einmal bei Insta oder so, was genau da passiert ist. Das musst du dir mal vorstellen. Deine Familie verstößt dich. Du hast dann eine Freundin, 2,5 Jahre. Ihr lebt zusammen und. Und dann gehst du da hin und machst sowas? Mhm. Das ist sehr respektlos. Schon. Aber ich finde, Nino wirkt total aufrichtig. Mhm. Es ist alles, der ist total verkitscht. Mhm. Aber vielleicht ist er einfach so ein Mensch. Und dass das im Fernsehen kommt, diese Frau, ganz Deutschland, das ist unglaublich. So ein Mensch hätte es niemals gewünscht. Niemals. Was hat der gerade gesagt? Das Problem gibt es öfters. Was war das jetzt gerade? Ich verstehe nicht, was er gesagt hat. Das waren doch 3 Sätze, die angefangen wurden, nicht beendet wurden und wie eine Patchwork-Decke einfach zusammengenäht sind. Sollen wir es nochmal versuchen? Ja, bitte. Und dass das im Fernsehen kommt, diese Frau, ganz Deutschland, das ist unglaublich. Dass das im Fernsehen kommt. Wovon redest du jetzt? Diese Frau. Was genau jetzt? Als Endresultat von allem? Das ist unglaublich. Er hätte es niemandem gewünscht. Oh mein Gott. Aber guck mal, sein Gesichtsausdruck dabei. Das ist unglaublich. Das Gesicht delivert, die Wörter nicht. Wirklich. Ich meine, ich kann fühlen, was er meint. Mhm. Ich kann nur nicht verstehen, was er sagt. Villa ist die Stimmung auf dem Tiefpunkt. Schließlich mussten Luis, Adam und Adrian sich beim Lagerfeuer von Nico verabschieden. Boah, darauf bin ich gespannt. Nico ist weg, oder was? Ja. Adrian grinst da, aber der freut sich darüber irgendwie. Wie es mir geht, ich glaube, das sieht man mir an. Es ist eine scheiß Situation. Mir geht's auch gar nicht gut. Warum? Die wollten ja noch ein bisschen Zeit verbringen, ne? Ja, aber das ist doch aus der letzten Folge schon. Was genau? Dass dieses verheulte Interview gab schon in der letzten Folge. Von wann ist das jetzt? Von vor dem Lagerfeuer oder nach dem Lagerfeuer? Mhm. Die schneiden auch, wie die wollen. Ja, schon. Siria hat sich wirklich ein wenig verschossen. Ich würde nach Hause gehen. Du packst das noch, okay? Ansonsten würde ein Mensch nicht so weinen. Hä? Wieso heult die? Sie wollte noch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Das ist nicht ihr Ernst.
Und jetzt ist er in Trouble gekommen, wegen ihr. Das kann nicht ernst sein. Naja, vielleicht halt wirklich, weil sie versteht, dass er jetzt Trouble hat wegen ihr, wegen dem, was sie erzählt hat. Ich vermisse Laura so sehr. Wirklich, ich vermisse die einfach. Wir alle. Sicherlich alles hier, was bei euch passiert ist. Also so einen linken und falschen Menschen habe ich seit Jahren nicht kennengelernt. Nico? Ja. Yikes. Boah. Weißt du, wie das für mich klingt? Hm. Die Jungs sind doch alle zu viel vom Lagerfeuer weg. Hm? Dann werden die den doch gefragt haben, was ist passiert. Wir finden dieses falsche Spiel komplett scheiße, was Nico abgezogen hat. Er hat selber abgebrochen. Nein, sie hat abgebrochen. Frag dich mal, wieso sie abgebrochen hat. Frag dich mal. Wieso? Ja, was denn? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Hat er mit Dings geschlafen? Sex, ja. Was? Alter, ich krieg grad Gänsehaut. Nein. Also, ich glaube, die haben danach noch geredet. Ich glaube, da hat ein Gespräch stattgefunden. Mhm. So. Weil die müssen ja auch dann wahrscheinlich irgendwie, die werden ja irgendwelche Umstellungen haben und blablabla. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das quasi wie so ein One-Take so durchgeht. Mhm. Die müssen ihn ja auch psychologisch irgendwie einmal kurz abchecken. Mhm. Ja, kann durchaus sein, dass da noch ein Gespräch stattgefunden hat. Also gehst davon aus, dass die gequatscht haben und dass Adrian dann rausgefunden hat, boah, der ist so eine linkere Nummer. Und, ja, genau. Ich glaube, der hat denen das erzählt, was passiert ist. Anhand seiner Gesichtsmimik bei dem Lagerfeuer war der ja auch schon verkannt. Also der hatte von Anfang an keinen Bock auf Nico. Meine Theorie ist es, weil Nico ihm ja so eingeredet hat im Sinne von mach weniger, machst so viele Bilder und so weiter, ja, hat er sich kritisiert gefühlt in seinem Ego mit er macht alles perfekt und wie kann er es wagen. Und dann hat er sich so ein bisschen auf ihn eingeschossen und dann war der quasi, ja okay, der ist raus, dann ist er raus. Ja, ist halt so. Okay, weißt du was? Wir gucken einfach mal weiter. Hm? Ist jedenfalls erstaunlich, wie der jetzt so radikal die Meinung zu Nico hat. Hätte ich so nicht erwartet. Ich hätte gedacht, der behält es für sich. Was? Heftig, oder? Ja, Digga. Wir wussten, wir waren geschockt. Wir wussten überhaupt nicht, was abgeht. Man kann eine Beziehung mit Küssen kaputt machen, mit Worten kaputt machen. Aber direkt ins Bett zu steigen, in der Öffentlichkeit, auf mich übertrieben ab sowas, ehrlich. Also, geht gar nicht. Ich bin gerade geflasht, Leute. Du weißt gar nicht, was du ich wusste. Bin gerade geschockt. Das spricht aber für deine These, weil Adam war mit dem ja so, Kollege, melde dich noch. Ja, Bruder, ja, genau. Also die wissen auf jeden Fall jetzt, was los ist. Gebrieft aber ich frage mich, ja, ist die Frage, ne? Ob Nico es selbst erzählt hat, genau, oder ab. Ja, fühlt sich nicht gut an. Das war zu mir. Das wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich dich verlassen muss. Ist ja auch die größte Verführung. Ach nein, die andere auch. Und die andere auch. Ist halt einfach ein scheiß Gefühl, wenn ich jetzt weiß, dass ich hier bin und er muss gehen. Ich wusste, dass es passiert. Wieso habe ich nicht einfach meine Fresse gehalten? Ich glaube, sie ist einfach eine Gaga. Alter. Das, was sie macht, ergibt keinen Sinn. Das, was sie sagt, ergibt keinen Sinn. Alter, ist die durch. Ja. Ist die durch. Ey, die will wirklich alles sagen. Die so, naja, ich sag einfach mal alle Sachen, die ich sagen könnte und die Produktion wird mich schon irgendwie schneiden. Ich habe extra so laut gestöhnt, damit man das auf jeden Fall mitbekommt. Hat sie das nicht noch gefühlt 20 Minuten vorher gesagt? Am selben Abend? Sie hat das doch erzählt, während die Jungs am Lagerfeuer waren. Hat sie erzählt, sie hat dafür gesorgt, dass man das hört. Weil sie so laut gestöhnt hat. Und jetzt sitzt sie da. Moment später, hätte ich doch nur nichts gesagt. Dann wäre Nico jetzt noch bei mir. Mhm. Ich finde sie so unsympathisch. Das ist einfach heftig, so einfach weg. Was tut sie? Wieso hat sie einen Mental Breakdown? Aber ganz ehrlich, nach so einer Situation, wo jetzt auch die Jungs Bescheid wissen, würde ich da jetzt in der Villa auch nicht hocken wollen. Die ist da jetzt die Hassperson Nummer 1. Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube, Nico ist es. Sie hat doch nur ihren Job gemacht. Ich meine von den Anwesenden. Hä, hey, ja, als ob die sauer auf sie sind, weil sie den gebimst hat. Ich kann mir vorstellen, dass es für die Psyche hart ist. Ja, okay, pass auf, wenn das jetzt eine Stressreaktion ist, habe ich nichts gesagt. Wenn es einfach nur so ist, ich bin überfordert, okay. Voll in Ordnung. Aber sie meinte irgendwie gerade was von wegen, ich wusste, dass es passiert, Ja. Ach echt? Das ist ja, als würde es ihr leid tun für Nico. Was hat er ihm erzählt? Steht er hinter seiner Freundin? Ja oder nein? Liebt er sie? Ja oder nein? Ja. Wollte er alles für sie tun? Ja oder nein? Ja. Mensch, ich bin übelst verknallt in Adam und Doreen. Boah, wie cool die beiden sind. Mhm. Ehrlich, Adam aber auch.
Er kommt gerade. Wieso? Was? Warum ist er jetzt hier? Was für eine unangenehme Situation. Und die Katze! Wir können das nicht reinschneiden. Ich kann nicht jeden Mist reinschneiden. Boah, wie stolz der stolz ist. Ja, vorne rumgrinsen. Boah, okay, mal. Jetzt kann man auch ruhig. Guck, die küssen sich. Die küssen sich. Ja. Alles. Die letzten zwei Nächte passiert es im Bad. Ja, du bist jetzt Talonstellerin. Also, mitbekommen alles. Gesehen. Alter. Sie ist falsch, sie ist jedem gegenüber falsch. Sie ist so auch ihm gegenüber falsch. So viel zu deiner Theorie. Vielleicht hat sie ein schlechtes Gewissen. Vielleicht ist ihr das peinlich vor den anderen. War wohl nix, wa? Sie hat ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber. Ja, oh. Ja. Er ist so daneben. Ja, ich glaube, trotzdem weiter an. Ich glaube, sie hat das falsch verstanden. Er hat gesagt, man hat das alles gesehen. Und sie dachte, ja, man hat den Szenen genau gesehen, richtig unter der Dusche gefilmt. Da würde ich aber auch sagen, gesehen. Oh, meine Lieben. Ja, also jetzt packe ich auch einfach aus. Du Held. Ich weiß, viele denken jetzt schon, voll die Aktion. Ja. Boah, Adam. Aber ne, nimm's mir jetzt nicht übel. Ich kann da halt nichts für. Mir war das klar, dass es genau so passiert. Und natürlich, ich hätte nie gedacht, dass ich so eine wie die Siri hier noch kennenlerne. Er hat ja gesagt, er ist einfach ein kleiner B. Da kann er nichts für. Alter. Er hat seine Freundin hintergangen, er hat die Frauen hintergangen, er hat die Männer hier hintergangen. Also das, was sich hier abgespielt hat, war einfach nur Fake. Sie ist nur sauer, weil sie nicht mehr die größte Verführung ist. Ich hatte eine sehr harte Nacht, hatte sehr viel geweint. Dementsprechend geht's mir auch. Sie pennt in seinem Bett? Sehr, sehr verwirrt halt einfach. Die können doch unter die Szenen noch so viel romantische Musik legen. Und schwarz-weiß außenrum. Ich fühle gar nichts. Vielleicht ein bisschen Mitleid, weil sie so verwirrt ist. Aber die muss auch ganz dringend nach Hause. Mhm. Die braucht davon ganz dringend Abstand. Mhm. Die ist total lost. Mhm. Nico meinte ja, er hätte Gefühle für mich. Ob das dann im echten Leben auch so ist, bin ich gespannt. Niemals. Es fällt mir sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht, ob wir in Kontakt bleiben. Das ist alles noch offen. Ich lasse auch auf mich zukommen. Wir werden sehen. Ey, die macht ja aus der Alex-Vanessa-Geschichte eine richtige Liebesstory. Im Vergleich? Hm. Alter, ich kann die nicht ertragen. Ich kann das nicht aushalten. Wirklich, jede Szene, die von ihr einblenden, ist schwach. Wirklich schwache Leistung. Ja, ich bin nicht hier reingekommen mit der Intention, Temptation Island abbrechen zu müssen. Aber ja, manchmal kommt es anders, als man denkt, wie ich gesehen habe jetzt. Und jetzt bin ich froh, wenn ich das Ganze gleich hinter mir habe. Oh Mann. Ich hab fast schon ihre ganzen Wimpern abgeweint. Zurück. Einen roten Kreis bilden. Unser kleiner Engel. Oh, die sind aber lieb zu ihr. Das ist schon süß. Komm her, alle kommen. Love. Unser kleiner Engel. Den besten Menschen, den ich jemals gesehen habe. Das ist aber süß. Okay, Party People. Das war die Folge 11. Ich bin sehr gespannt auf Folge 12. Sehr, sehr, sehr. Ich glaube, das Lagerfeuer mit Charlene wird der Hammer werden. Hm. So, schaut gerne mal in unsere Playlist rein. Da haben wir alle anderen Folgen auch drin. Schaut euch gerne unsere Shorts an und abonniert den Channel, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bye, bye!